Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. In ihm hat alles Bestand. Nichts bleibt verborgen vor ihm. Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben hier in der Kathedrale, liebe mit uns Verbundene über den Livestream zu Hause, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem festlichen Gottesdienst, zum Hohen Pfingstfest. Mit dem Pfingstfest beenden wir die 50 Tage, an denen wir Ostern feierten. Nun schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist, und wir danken für diesen Geist, der uns Kraft schenkt, der uns Beistand ist in allen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben in der Kirche und in der Welt. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, in ihm hat alles Bestand. Dieses Vertrauen nehmen wir in diesen Gottesdienst hinein und wir lassen uns neu senden mit unserem Leben, mit all unseren Gaben, diesem Geist zu dienen in der heutigen Zeit, in all den Herausforderungen und ihn zu erkennen als den, der uns leitet. Begrüßen wir Christus zu Beginn der Eucharistiefeier als den Herrn, der das Erbarmen Gottes uns geschenkt hat und uns im Herzen Glaube, Liebe und Hoffnung neu entfacht.
Der barmherzige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jed von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphybien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten,
Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non farete quello che vorreste, ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del resto, le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose dell'altro genere. Circa queste cose vi preavviso,
come già ho detto, che chi compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gemeinde hier in der Kathedrale und am Livestream. Mich würde ja ernsthaft interessieren, was stellen Sie sich unter diesem Geist vor? Wir Liturgen haben hier sicher schon 20 Mal den Geist in den Mund genommen. Und wenn wir die Lieder dazu zählen, sind wir wahrscheinlich bei 40 Mal. Wie würden Sie diesen Geist, den Heiligen Geist, erklären, zum Beispiel Ihrem Nachbarn? Und vielleicht nicht dem Nachbarn hier in der Bank, da können Sie ja noch auf einen gemeinsamen Boden hoffen, aber vielleicht die Nachbarin zu Hause, von der Sie wissen, dass sie mit Kirche nichts am Hut hat. Der Heilige Geist, Geist Gottes. Mir hilft immer wieder eine Geschichte, die man sich von Michelangelo erzählt, dem großen Bildhauer, Architekten und Maler. Er habe mit Mitte 20 die berühmte Figur des jungen David geschaffen, die man bis heute in Florenz bewundern kann. Ein riesiger Marmorklotz wurde zu einer unglaublich eleganten Figur. Und schon die Zeitgenossen Michelangelos staunten darüber und fragten ihn: Wie hast du das geschafft? Und seine Antwort, ebenso verblüffend wie einfach: David war schon da. Ich musste nur wegnehmen, was nicht David war. Manchmal fällt es mir leichter, etwas zu erklären, indem ich sage, was es nicht ist, was nicht dazugehört. Und das ist vor allem bei theologischen Begriffen häufig so und eben auch beim Geist Gottes. Bei bestimmten Dingen bin ich mir ganz sicher, dass die mit dem Heiligen Geist nichts zu tun haben können, dass es Zeit wäre,
diese endlich wegzunehmen, um den Glauben, den Gott uns schenkt, zu befreien. Zum Beispiel jede Form von Zwang. Und es gibt immer noch das Denken von Leistungsfrömmigkeit, die denkt, wir könnten uns Gott durch eine hohe Anzahl von Gebeten oder durch ein strenges Leben gefügig machen. Und manche würden das immer noch gern als Kontrollinstrument verwenden, was dann endgültig der Tod der göttlichen Freiheit ist, die er uns schenkt. Glaube funktioniert nicht unter Zwang. Glaube gibt es nicht ohne Freiheit. Etwas anderes, das schlichtweg nicht Gottes Geist entsprechen kann, auch wenn uns manche immer noch erzählen wollen, dass es zentral christlich sei, ist die Leibfeindlichkeit. Die Leibfeindlichkeit kommt nicht aus der Bibel und nicht aus dem Geist Gottes. Gott schuf uns doch als Menschen, als sein Ebenbild, als Frau und Mann. Er haucht uns seinen Lebensatem ein. Da ist Wucht dahinter, Energie, da ist Kraft drin. Er möchte, dass wir mit beiden Beinen unser Leben auf dieser Erde bewältigen. Und im Ritus der Taufe, im Ephata-Ritus, bitten wir Gott ausdrücklich, dass er die Sinne des Täuflings öffne, damit dieser Mensch ein sinnliches Leben führen kann und durch die Sinne Kontakt nehmen kann mit Welt und mit Menschen. Und wegnehmen aus unserem Glauben sollten wir auch endlich die Meinung, dass Menschen, die aus Gottes Geist leben, sowieso brav, unauffällig und konfliktscheu sein oder sein müssen oder gar humorlos, weltfremd und unpolitisch. Nein, im Gegenteil. Gerade weil Jesus uns einen besonderen Blick auf den Menschen schenkt, weil er uns Gottes Blick auf die Menschen schenkt, weil Gott mit einer unendlichen Ausdauer immer wieder neue Möglichkeiten im Leben eines Menschen öffnet, sind wir Christinnen und Christen befähigt, diese Welt zu gestalten und das Zusammenleben durch diesen Geist zu prägen. Merken Sie, wenn wir das Geistlose wegnehmen, dann kommt neues Leben hervor, neue Lebensenergie. Zugegeben, natürlich ist unsere Welt heute unübersichtlich, chaotisch, komplex. Es gibt so vieles, was auf mich als Einzelnen, auf uns als Gemeinschaft einströmt, Meinungen, Informationen, Erwartungen. Gerade deshalb ist es wichtig, aus dem Geist Gottes leben. Das bedeutet, das Mögliche sehen, das Leben in den Blick nehmen, das Bleibende hinter allem Vergänglichen, das Tragende unter allem Wankenden, das Lebensfördernde in all dem Tödlichen dieser Zeit. Und manchmal hilft mir auch die Sprache, um zu zeigen, wes Geistes Kind ich bin oder wir Christinnen und Christen sein könnten. Wenn ich etwa einen wildfremden Menschen sehe und zuerst ihn als Fremden bezeichne, ist Distanz da. Wenn ich mir aber sagen kann, auch er kommt von Gott, auch sie ist Kind Gottes, kann ich einen Menschen als Schwester und Bruder benennen? Wie sonst könnten denn immer wieder Menschen, zum Beispiel in Israel und Palästina, über Jahrzehnte hinweg gegen alle Kriege, gegen alle Widerstände miteinander leben, es versuchen, weil sie einander als Schwestern und Brüder sehen, weil sie wissen um die Möglichkeit der Vergebung, können sie im Gespräch bleiben. Oder etwas anderes, ganz aus der Mode gekommen, aber für mich die wunderbarste Therapie gegen jedes Hamsterrad. Wir leben im Jahr des Herrn 2021. Wir leben nicht in einem Moment nach dem anderen. Nein,
jeder Moment meines Lebens ist Augenblick Gottes, Jahr des Herrn. Jeder Tag ist ein Datum, ein Geschenk. Und wie reden wir über den Tod? Menschen sind heimgegangen, haben ihren Weg vollendet, sind angekommen. Auch das Ausdruck eines Glaubens, der uns Leben hilft. Schwestern und Brüder, das bewirkt Gottes Geist in Menschen. Bei allem die Spur des Lebens sehen, es benennen und dann dafür tun, was ich kann. Schritt für Schritt wird der Geist Gottes euch in die ganze Wahrheit führen, sagt Jesus zu den Jüngern. Also geht diesen Weg im Vertrauen auf ihn. Und Paulus schreibt uns in der Lesung, die wir in Italienisch gehört haben, wenn wir uns der Führung des Heiligen Geistes überlassen, also alles weglassen, was geistlos ist, wird er in unserem Leben eine Fülle von Gutem hervorbringen. Liebe, Freude, Frieden und viel mehr. Das alles, schreibt Paulus, ist ein Geschenk des Geistes und dazu braucht es kein Gesetz. Das heißt, das geht nicht unter Druck. Das geht nicht als Vorschrift oder als Verpflichtung, sondern nur in der freien Entscheidung des Menschen für Gott, in der Begeisterung für ihn. Und das Letzte, was Paulus schreibt, wenn das wahr ist, dann wird das in eurem Leben sichtbar werden. Nichts weniger wünsche ich Ihnen an diesem Pfingstfest, als dass die Menschen an ihrem Leben Gottes Geist finden können. Und dann müssen sie, das weiß ich, auch gar nicht mehr so viel erklären. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, factorem sapientiae, visibilium omnium, et invisibilium. Amen.
Gott des Lebens. Dein Geist schenkt uns Menschen Lebenskraft und Klarheit, Freude und Geduld. Im festen Glauben, dass du uns immer wieder neu beleben kannst, bitten wir dich. Für alle, denen der Lebensmut genommen ist, die nach Kraft und Unterstützung suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die andere unterrichten und unterweisen, die andere begeistern und mitziehen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle pflegenden und beratenden Berufe, für die Menschen, die mit anderen mitgehen, die treu bleiben und nicht allein lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die die Botschaft Jesu weitertragen, sie verkündigen und ein Beispiel seiner Liebe geben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen in Israel und Palästina, für alle, die sich trotz allem für Verständigung und Frieden einsetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Kranken und alle, die sie begleiten, für die Sterbenden und die um sie trauern, für unsere Toten. Wir bitten dich, erhöre uns. Aus unserer Pfarrei sind gestorben Herr Heinz Studer, früher obere Wildeckstraße 21, und Herr Cosimo Garizzolo, Felsenstraße 21. Gott des Lebens, schenke unseren Verstorbenen, besonders auch Heinz Studer und Cosimo Garizzolo, Anteil an deinem österlichen Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du sendest deinen Geist immer von Neuem aus und erneuerst das Gesicht dieser Erde. Wir danken dir und preisen dich heute und alle Tage. Amen. Thank you.
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes. Sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer neu erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Sende aus deinen Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Sende aus deinen Geist und das Thank you.
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir: Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken wir einander Worte und Zeichen des Friedens. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt
und verkündeten Gottes große Taten. Halleluja. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Mitteilungen. Heute Abend um 18 Uhr beten wir im Chor der Kathedrale die Pfingstvesper, mitgestaltet von der Dommusik. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Morgen, also am Pfingstmontag, finden die Gottesdienste um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr. Kommenden Samstag, also am 29. Mai, erteilen wir im Chor der Kathedrale den Kindern in einer halbstündigen Feier den Segen Gottes.
am ersten Wochenende im Juni, am Flüchtlingstag, gedenken wir in einer besonderen Aktion der vielen verstorbenen Flüchtlinge. In der Kirche St. Laurenzen werden die Namen der 44.000 auf der Flucht verstorbenen Menschen gelesen. Die Namen werden auch auf Stoffresten geschrieben und an die Außenfassade der St. Laurenzenkirche gehängt. Dazu werden noch Helfende gesucht. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite beim namennennen.ch.de St. Gallen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Organisation CSI Christian Solidarity International, eine christliche Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für Religionsfreiheit und Menschenwürde sowie für die verfolgten Christen einsetzt. Vielen Dank für Ihre Gabe. Zum Schluss von dem Gottesdienst danke ich Ihnen allen fürs Mitfeiern hier im Gottesdienst, aber auch die, die daheim mitgefeiert haben, und wünsche allen noch von ganzem Herzen einen frohen, gesegneten Pfingsttag. Der Dommusik danke ganz herzlich für die festliche Gestaltung. Der Bläser mit einer eigenen Komposition. Gratulation zu Festtag von Pfingsten. Das ist der Wucht, was da entgegenkommt von der Empore, und auch der Sängerinnen, Sänger vom Collegium Vocale, natürlich auch unserem berühmten und vielbegabten Domorganist Willibald Guggemos und alle unter der Leitung von dem, der alles immer wieder zusammenführt und zusammen dirigiert, der Andreas Gut, Domkapellmeister. Allen für Ihren Einsatz und herzlichen Dank, und Ihnen ganz besonders, dass Sie da sind, dass wir dürfen miteinander Gottesdienst feiern und jetzt auch wieder den Geist in die Welt raustragen mit den Gaben, die uns geschenkt sind. So bitten wir um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jüngerinnen und Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Amen. Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige eure Herzen und entzünde in euch die göttliche Liebe. Amen. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Amen. Das gewähre euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott, dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Thank you.